fand es irgendwie seltsam. Also ich dachte am Anfang, okay, vielleicht ist es auch nicht ernst gemeint oder es ist nur eine Masche oder so. Mich dann ein bisschen erkundigt im Internet und war dann schon beruhigt, als man mehr Infos gefunden hat und zum Beispiel auch Bilder. Und dann dachte ich mir ja, warum nicht was Neues ausprobieren und hierher kommen, weil es ja auch um unsere Zukunft geht. Das Problem, das ich sehe und eben auch der Grund, warum ich denke, dass der Gesetzgeber intervenieren müsste, ist eben, dass man zwar versuchen kann, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, aber es meistens einfach nicht funktioniert. Bilder zeigen, wie, keine Ahnung, wie eine Raucherlunge nach jahrelangem Rauchen aussieht oder wie Massentierhaltung funktioniert, dann sagen sie, oh ja, das sieht aber schlimm aus und gehen wieder rauchen oder wieder ein KFC essen. Sicher, und das ist ja jetzt blöd, wenn ich die falsche Fakten sage, aber ich habe so im Kopf noch irgendwie, dass das ein so ein großer Schifffrachter an einem Tag so viel fischt wie 20 afrikanische Fischerboote in einem Jahr. Die große Herausforderung ist halt, die Mehrheitsbevölkerung, denke ich jetzt mal, will halt ihren Fisch und will ihren Thunfisch aus der Dose für 50 Cent oder halt unglaublich wenig Geld. Aber also wenn man längerfristig denkt, bringt es das ja nicht, weil irgendwann werden. Was macht er mit der? Ich verstehe diesen Sinn nicht. Das hat keinen Sinn. Diese Leute kaufen sich eine 5 Millionen Euro. Und ich habe hier zwei Mitglieder, die ich jetzt mal fragen werde, wie es für euch denn eigentlich war. Wer will mir das erzählen? Also an sich war es eine ganz schöne Erfahrung. Man hat sich mit Menschen unterhalten, die man gar nicht kannte. Und zu sehen, wie viele Vorschläge doch zusammengekommen sind und wie viele Ideen. Und hattet ihr einen Aha-Effekt? Wow, wie viele Vorschläge! Es gab schon so Sachen, die ich davor nicht wusste und die jetzt aufgezählt worden sind. Und das war dann auch nochmal so, oh. Mädels, wie hat es euch gefallen beim Jugendrat bis jetzt? Sehr gut. Es war wirklich super aufschlussreich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so eine schlaue Generation sind. Ja. Aber es hat super Spaß gemacht und ich glaube, wir haben echt was erreicht. Und es war wirklich sehr cool und eine Ehre ausgewählt worden. Ja, auf jeden Fall. Coole Menschen dabei, fand ich. Ja. Vor allen Dingen hätte man nicht gedacht, dass sich so viele für das Thema interessieren. Ja, genau. Es wäre total erleichternd gewesen, dass sich so viele für dieses Thema interessieren. Ich wäre auch gar nicht davon ausgegangen. Und wenn wir später die Politik machen, dann wird das alles gut.